ist jetzt angeblich 1920 mal 1080, was ihr hier seht. Und ja, warum das so ist, ich weiß es nicht. Das heißt, ich muss jetzt von Hand dieses Bild hier wieder größer ziehen. Ja, das kann ich jetzt hier einfach irgendwo positionieren und einfach hier größer ziehen. Weil es kein echtes 1080p ist, sondern 720 hochskaliert und es wird im Spiel sogar nur als 1080 verkauft. Ich weiß es nicht. So, es hat jetzt ungefähr, ja, so ungefähr sollte es gehen. So, Chat bitte, danke. So, jetzt muss ich mich hier noch einmal umstellen. Und zwar auf Dark Souls. Und auf Dex Buff Build. Wie nennen wir das Moped? Dex Buff Build. NG Plus. Dann machen wir hier noch DS, PC. Hurra. Dann sind alle glücklich und jeder weiß, was wir hier tun. So. Alter, was ein Stress hier mit diesem Dark Souls. So, ich hoffe mal, ihr seht jetzt hier einigermaßen irgendwas und hört auch was und überhaupt. Ja, wie gesagt, Amazonas Ameise, das ist schon richtig. Solange man offline spielt, beziehungsweise nicht streamt mit der S-Fix, sieht es einigermaßen in Ordnung aus. Aber mit der S-Fix geht es halt nicht mit dem Stream und ohne ist es auch scheiße. Also gut, aber genug aufgeregt. Wir haben letzte Mal hier Smoke in Ohrenstein gekillt und ich soll die Seelen benutzen. Ja, ich benutze die Seelen. Ich brauche ein bisschen mehr Vitalität. Wie kann ich denn hier in Vitalität skillen? 25 machen wir mal. Zauberei, Kondition, Stärke, Beweglichkeit, Resistenz. Ja, wir können eigentlich alles in Leben packen. So, machen wir mal hier. Soul Level 113. Ole. Alle haben Angst, dass ich die Seelen opfer. So, ich glaube, ich muss mal hier hinten mit der barbusigen Dame reden. Um mein Seelengefäß zu bekommen. Dann kann ich nämlich auch rumporten. Boops. Alter. Unglaublich, ey. Gar nicht überproportional. Nicht wirklich, nicht wirklich. Alter Schwede, ey. Weil hier, nicht, dass ich aus Versehen auf die gute Dame schieße. So, Knie nieder, mein Freund. So, und jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir das Herrschergefäß bekommen, für alle, die das Spiel nicht kennen. Und ich jetzt einfach mal Spoiler. Jetzt können wir porten. Ich dachte, es gibt echt mal einen Stream, wo das Thema nicht kommt. Ja, keine Ahnung. Das, ja, da habe ich ja hier nicht. Habe ich jetzt eigentlich komplett mit der geredet? Ich will kein Eid leisten, ich will nicht reden, ich will verlassen. Leb wohl! Bin ich eigentlich noch schnell? Ja, ich bin schnell. Wunderbärchen. Da habe ich das zum Buffen, da habe ich meinen Bogen, da habe ich nur 5 Estus. Und wir können teleportieren. So, und man kann halt hier nicht überall hin teleportieren wie in Dark Souls 2, sondern nur zu ausgewählten Klamotten. Wir wollen nach Anerlande. Ich hab damit angefangen. Ah, das war jetzt ja hier da. Da kann ich ja nichts dafür. Ja. So, wie gesagt, Archiv müssen wir jetzt. Nein, oder? Archiv? Muss ich erst das Herzergefäß abgeben? Unten? Nein, muss ich nicht, oder? Doch, ich glaube, man muss erst das Herrschergefäß da unten bei Framp abgeben, sonst funktioniert es nicht. Das habe ich, glaube ich, sogar im LP falsch gemacht. Also das heißt, wir müssen einmal runter. Ja, nicht verlassen. Nicht verlassen.
Müssen einmal zum Feuerwehrmann schreien und da das Herrschergefäß unten abgeben. Ja, jetzt ist gut. Jetzt haben wir alle einmal über Hupen geredet. Reicht jetzt. So, hier müssen wir, glaube ich, einmal mit Framp jetzt reden, dass der uns hier runterknattert. Da kommt nämlich noch eine Cutscene, die uns halt sagt, wo wir eigentlich hin müssen. Ah, hello. Was it you who rang the bell of awakening? I am the primordial serpent, King Seeker Framp, close friend of the great Lord Gwyn. Chosen undead, who has rung the bell of awakening. I wish to elucidate your fate and the very reason your kind have appeared. Chosen undead, your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Now, let us take that vessel on a journey. Ja, Broken, da habe ich im LP gefailt. That you are ready. Now, be still. Da war ich nämlich dann vor dieser gelben Nebelwand und kam nicht rein, weil ich hier das hier nicht gemacht habe. Und das war, glaube ich, auch der Zeitpunkt, wo ich dann den DS-Fix installiert hatte. Nee, Chester Cobblepot habe ich nicht beantwortet. Oh, ich glaube, keine Ahnung, super viele hunderte Stunden. Also Dark Souls PC habe ich jetzt Teil 2 allein schon 200 Stunden, nur die PC-Version. Und davor habe ich halt gespielt. Und, weiß ich nicht, ich schätze mal so 500, 600 Stunden Dark Souls 2 und ein bisschen mehr Dark Souls 1. Ja, und hier kriegt man den Hinweis, wo sich jetzt quasi die Nebelwände, die wir noch nicht gesehen haben, weil wir da noch gar nicht erkundet haben. Falls man die dann schon gesehen hätte, sieht man jetzt, dass die Nebelwände halt fallen und man weiß, wo man weitermachen müsste. Das haben sie halt eben ziemlich cool gemacht. Das ist auch was, was in Dark Souls 2 so ein bisschen fehlt. Da wird einfach nur gesagt, ja, du musst 4 Monster-Mobs killen und dann, ja, jetzt gehen wir da zum Schrein irgendwo hin, dann geht die Tür auf. Hm, weiß ich nicht, nicht so schön. So, das haben wir. Dann kann uns der gute Moped... Achso, wir können auch einfach dann direkt von hier weg teleportieren. Dann muss der uns ja gar nicht wieder nach oben... dingseln, genau. Aus welcher Tasche? Ja, keine Ahnung. Rucksack, Backpack. Oder im Köcher. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht ist es aufblasbar. Oh nein, jetzt kommen ja wieder die Schweine, ne? Oh Gott, nein, bitte. Schweine. Wer mich hier adden will, auch /1337 in Games for Windows Live. Ich habe den DSC Connection Fix drauf. Oder es heißt ja DS Connection Fix, sonst hätte ich das C ja zweimal genannt. Da könnt ihr... Komme ich hier durch? Mich im Games for Windows Live adden, das macht es wohl einfacher mit dem Zusammenspielen. Ich weiß es nicht, ich kann es potenziell jetzt nicht beurteilen. Mit Möwe ging es letzte Mal nicht. Achso, und hier ist, glaube ich, irgendwo... Hier ist irgendwo ein Glitch, glaube ich. Wenn man hier irgendwo drauf geht, ich will es jetzt nicht probieren, fällt man durch die Welt. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile gefixt haben. Irgendwo hier kommt man so ein bisschen hoch und dann fällt man einfach durch die Welt. Aber ich möchte es jetzt auch nicht probieren. Gemalte Welt Speedrun, bitte. Alter Schwede. So. Pfeile und Pfeile. Andere Pfeile, bitte. Diese Pfeile. Diese Pfeile, gute Pfeile. Schweinchenpullen. Ja, und Schweinchen. Das ist auch ein Designfehler hier in Dark Souls. Kommt nicht über diese Schwelle. Warum auch immer.
Man kann ja einfach halt stehen und Schweineschießen machen. Man weiß es nicht. Dumme Schweine halt. Mehr machen wir noch mal was. Aber ich mache auf dem Kopf auch leider keinen Schaden. Na, schade. Nicht so schön. Das ist halt gepanzert. Panzerschwein. Und das Fiese ist, dahinter ist halt noch so ein Schwein. Das macht die Sache halt ein bisschen unangenehmer. Aber das kann man dann auch einfach hier hinpullen. Lal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 a. Ein Glück, dass ich so viele Pfeile habe, wa? Crytoons! Möchte mein Freund sein. Nehme ich gleich an beim Leuchtfeuer. Achso, das Schwein droppt sogar was. Habe ja Schwein gehabt. Reiskeilerhelm. Ole. Hatte ich den schon? Können wir ja mal gucken. Ausrüstung auswählen. Yay! Alter Schwede. Ja, das ist halt der Helm, der das Vieh droppen kann. Keine Ahnung. Und macht mich zur Tonne. Kann ich nicht tragen. Tut mir leid. Geht nicht. Ja, das geht. Wunderbar. So, und auch hier habe ich einmal MLP gezeigt, muss man ein Schwein nicht unbedingt in diesem scheiß Gang hier bekämpfen. Man pultet einfach mal hier zum Eingang und vergiftet da und schießt dann einfach mit dem Pfeil drauf. Wunderbar. So, komm mal mit. Ah, toll, einfach mal durchgeschossen. So, komm mit. Dummes Schwein. Und hier vorne ist man dann natürlich wieder in Sicherheit, weil es einfach nicht über diese Schwelle kommt. Das ist mir recht. So, Schwein. Giftpfeil ahoi. Im Angesicht des Schweines. Großartig. So, Gift tickt und den Rest können wir einfach mal wieder hier so machen. Der Helm ist furchtbar hässlich. Ja, finde ich auch broken. Nee, kann leider nichts mit dem Helm machen. Der ist einfach nur da und scheiße hässlich und schwer. Alter Schwede, ey. Kann sich ja nur um Stunden handeln. Einfach mal hier das Schwein zu Tode lame. Alter Schwede, ey. Oh, nee. Ja, ich glaube, der Chat hat gehangen. Sorry. Wie gesagt, da war jetzt eine ganze Zeit bei mir gar nichts. Deswegen war ich jetzt auch so still. Das hat mich ein bisschen verwundert, dass ihr nichts schreibt. Aber das hat bei mir anscheinend geklemmt, weil jetzt kamen auf einmal 500 Nachrichten. Sorry, wenn ich jetzt da nicht alles mitbekommen habe, weil das ist ja einfach mal so wupp runtergescrollt. Ja, gut, klar. Das kann man, was Elevra sagt, ist richtig. Man muss sie nicht unbedingt machen. Man kann die auch einfach skippen. Wobei ich das selbst noch nie gemacht habe. Ich habe die immer gemacht. So ein paar Seelen mitnehmen kann auch nicht schaden. Wobei, ob das jetzt der Zeitaufwand wert ist, weiß ich nicht. Hat er nicht unrecht. Leuchtfeuer ist ein gutes Feuer. So, und jetzt überlege ich gerade. Jetzt kommt wieder die Stelle, die ich nicht sehr mag. Nicht sehr mag. Eigentlich sind wir hier viel zu früh, oder? Ich überlege gerade, liebe Freunde. Da oben steht jetzt der Golem für die Prepare-to-Die-DLC-Gebiete. Wir müssten ja eigentlich erstmal den anderen Golem machen. Sonst gibt er uns ja das Mopsi-Mopsi-Mops nicht. Das heißt, wir müssten eigentlich die Hydra zuerst machen. Wann ich die Nachricht... Ja, das habe ich mir in der Pause vergessen, gleich. Vor oder nach der nächsten Pause lese ich die vor. Die Unterstützung. Broski-Boss. Ich überlege gerade, eigentlich wäre es wirklich sinnvoller, wenn wir die Hydra machen, ne?
Weil wegen... Dann können wir den goldenen Golem-Mopedmann da machen. Dann können wir da oben den blauen Golem-Mopedmann machen und könnten eigentlich in die Prepare-to-Die-Gebiete. Was sagt ihr denn? Hydra, Golem, Gold-Golem und dann hierhin? Oder jetzt hier bleiben? Ich weiß es nicht. Mir ist das völlig egal. Nee, ich habe keine Xbox-Moped, richtig. Leider, nein. Oder zum Glück, ich weiß es nicht. Alter, was war das? Ist einfach mal hier das Ding explodiert. Hydra, Hydra, Hydra. Okay, Hydra. Oder man... Naja, gut, das könnten wir auch machen, Crytoons. Moment, ich drück mal hier eben Position 1. Moment, wo war das? Hier, da... Alter Schwede, wie viele Nachrichten hier schon wieder sind. Möchte zu ihren Freunden gehören. Crytoons. Ja, mach annehmen. Machen wir dann mal eben Dark Souls. Hier, du möchtest auch. Krakadu. Dann haben wir hier Maler Küste. Okay, Maler Küste. Und Koki. Hatten wir dich nicht letztes Mal schon? Weiß ich nicht, nehmen wir dich einfach nochmal an. Kann ja nicht schaden. Ach Gott, hier unten sind auch noch welche. Manu Benz, die habe ich doch alle angenommen. Hat der das letzte Mal nicht verstanden, oder was? Ich habe mit Manu Benz doch letzten Stream schon gespielt. Na egal, ich verstehe das ganze Games for Windows Live Gedöns nicht. Von daher ist es mir auch recht, dass es abschalten. Gerüster Mist von der Welt. Braucht kein Mensch. Gut, Hydra. Da müssen wir uns teleportieren. Feuermann schreien, Sonnenkammer der Prinzessin, Gemeinde der Untoten. Das müsste das richtige Leuchtfeuer sein. Ach, Remedias, der letzte Boss, den du besiegt hast, war der Schmetterling mit so Tentakeln. Ja, Moonlight Butterfly, ne? Wenn du Dark Souls 1 meinst. Ja, die gibt es hier. Wobei, das habe ich mich letzte Mal gefragt. Kriege ich das gewichtstechnisch hin? Blutschild, Geruchsschild. Gehe ich so nicht hin. Müssen wir mal ganz kurz das hier wegpacken. Das kriegen wir auch nicht hin. Auch nicht. Dann ziehen wir doch mal den Ninja Flipring aus. Und nehmen unseren Havel. Ja, das sieht doch gut aus. Dann haben wir doch hier unser Dicket Mopsy Schild. 20 Estus. Ja, das, jetzt bin ich zuversichtlich, dass wir dieses Monster-Moped hier unten vielleicht kaputt kriegen. Wobei, das wird bestimmt auch zuhauen wie ein Truck. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich glaube, der eine Angriff von oben war der richtig böse war. Alter, wie viel Angriffe ich hier brauche. Der ist fies, der kann halt das Schild komplett umgehen. Da muss man halt so ein bisschen immer strafen. Machst du nochmal was? Ja, du machst nochmal was. So, dann darf ich mal. Wunderbar. Ja, das meinte ich. Wenn man da Pech hat, wird man nämlich genau auf den Kopf getroffen. Ja, geh mal weg, ey. So, mach was. Genau, mach was. Oder mach nix, dann mach ich was. Bums. Alter, das Artoria-Schild ist echt so lol. Mach was. Mach was. Und jetzt stirb mal bitte. Dankeschön. Gegenstand, Dämon, Titanit. Ole, braucht kein Mensch. Hydra, 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 war da unten. Ja, ich erinnere mich, wo die Hydra war. Ganz dunkel dran. Ach, hier waren ja da. Ach, hier waren ja wieder die lustigen Bäume. Die Bäume, ey, die habe ich schon verdrängt. Die fand ich ehrlich gesagt cool, als ich hier das erste Mal war. Das war schon irgendwie ein netter Effekt, ey, die lustigen Bäume. Einfach mal schön umsensen. So, jetzt war hier Hydra. Hier war Hydra. Aber da kam noch ein Baum, glaube ich. Nein, kam er nicht.
Ah, dann nicht. Ach, da unten war wieder so ein schwarzer Keulenklaus. Der bewacht hat Graswappenschild, glaube ich, liegt da unten. Für die Stamina-Regeneration. Plus, das war der Ritter, den die Speedrunner immer gefarmt haben für die schwarze Ritter-Hellebarde. Das heißt, die haben den gemacht, wenn die Hellebarde gedroppt ist, haben sie weitergezockt. Wenn nicht, haben sie den Spielstand von vorne angefangen. Aber das ist uns jetzt erstmal egal. Ja, dich kriege ich wieder nicht, oder? Nein, natürlich nicht. Alter, einfach mal schön kicken. So, hier einmal runter. Hier runter. Hier runter. Und dann sind wir auch schon fast da. Und da kommen jetzt diese lustigen Scheiß-Golem-Mopeds. Fest der Sensenmann, ja. Die Sense ist echt toll. Die habe ich echt gemocht. So, dann gehen wir mal hier auf die etwas Safe-Position. Etwaige Safe-Position, denn hier werden wir von der Hydra nicht weggeknattert. Es wäre nur toll, wenn hier die Moped-Männer auch kommen. Weil hier treffe ich die, glaube ich, nicht. Nein. Leck, okay, verstehe ich. Nein, hier treffe ich sie nicht. Komm doch mal bitte hier hoch. Ja, genau. Hochkommen. Hochkommen ist schön. Dann können wir nämlich auch mal vielleicht irgendwo... Mach da mal was. Schwede, ey, du hast auch so viel Leben. Hat hier alles so viel Leben? Warum? Geht weg. Alter, wie kommst du denn hier hoch? Ach, der war gerade noch in der Sterbeanalyse. Ich dachte, der wäre hier hochgekommen. Wahrscheinlich war das jetzt eine falsche Idee und ich sterbe an der Hydra. Oder an dem nächsten Monster-Moped, was hier hinkommt. Nein, die Hydra knattert da hinten rum. Wunderbar. Da kommt der nächste Goldmann. Der Haribo Goldbärmann. Ja, wobei ist er der Silbermann. Komm hier hoch. Mein Gott, ey, du sollst hier hochkommen. Hochkommen. Alter, wie ihr seht, die Hydra knattert nämlich hier immer rum und kann auch diese Typen kaputt machen. Wenn sie denn treffen täte, was sie nicht tut. Ach, jetzt kommt der andere auch noch. Geh weg, ey. Oh, leck. Alter, what the fuck? Zwei Mobs und what the fuck. Ich gucke gleich, wenn hier Captain Keulenklaus weg ist. So, der ist weg. Hydra macht natürlich hier an den Mobs heute keinen Schaden, hat keine Lust, ist ausverkauft. Alter, ja, jetzt habt ihr es gesehen, sie kann Schaden machen, trifft dann aber auch den guten Sless. Nicht so schön. Nehmen wir natürlich erstmal hier so eine kleine Estus. Neue Spende von Isamu Katashi. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Isamu Katashi klingt sehr nach einem asiatischen Nickname. Und der gute Isamu unterstützt uns mit 10 Euro. Danke dir, mein Lieber, dafür. Ich lese es gleich vor. Die anderen habe ich ja auch noch nicht vorgelesen. In der nächsten Pause, wenn wir das Spiel wechseln oder was weiß ich, dann lese ich deine Unterstützung vor. Ich hoffe, ihr habt alle eine Nachricht hinterlassen. Auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal wieder danke für diese Menge Geld. Wie gesagt, ihr könnt oder dürft... Oh, ups. Jetzt bin ich ja an die Lampe gekommen. Ihr könnt, dürft auch weniger spenden. Müssen nicht hier die Unsummen von 10 und hast du nicht gesehen sein. Also 50 Cent, 1 Euro bin ich super glücklich mit. Alter Schwede, dank dir, Isamu, alter Schwede, Isamu Katashi. Irgendwie ist der Name geil. Geiler Name, geile Spende, geiler Typ. Dankeschön, mein Lieber. Isamu Katashi. Ja, jetzt kommt wahrscheinlich, weil mein Herz rast, ich habe 200 Puls, 200 Puls habe ich. Doch, bald. Schauen weg. Ich schmeiß die Hydra aus dem Fenster aus. Macht die Hydra mich jetzt? Da habe ich nämlich so ein bisschen Angst vor. Komm, komm. Nahkampf, 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 Nahkampf. Nein, nicht knattern. Nicht Knatterkampf. Nahkampf. Nahkampf, bitte. Dankeschön. Und dann müssen wir mal hier Hydra hacken. Hydra hacken ist gut. Ein Kopf weg. Wunderbar. So, bitte zweiter Kopf. Nein, nicht hier knattern. Wieso knatterst denn du? Ich bin doch im Wasser. Alter, ich sag ja, die Hydra macht mich, ey. Geh weg. So, hier haben wir... Alter, wie schnell das geht. Das habe ich gar nicht mehr so schnell in Erinnerung. Hallo. Ja, wunderbar.
Ey, das war doch getroffen. Komm, ey, erzähl mir doch nicht. Ah, ich weiß, woran es liegt. Ich habe den verrosteten Eisenring nicht an. Deswegen bin ich hier gerade lahm wie eine Tonne im Wasser. Das ist nicht so schön. Aber da habe ich einmal getroffen und ein Kopf ist weg. So, knatter bloß keine Magie. Danke, danke, danke. Noch ein Kopf weg. Wunderbar. Wunderbar. So, da haben wir noch einen. There goes the Kopf. Jetzt darf ich hier nur nicht wieder abstürzen. Da ist der nächste Kopf. Okay, bleiben wir mal da so ein bisschen hier am Rand. Machen wir was. Hier ist ein Kopf. Da irgendwo ist ein Kopf. Ich stehe drin im Kopf. Wunderbar, der ist auch platt. Wo haben wir denn überhaupt jetzt noch einen? Rechts ist noch einer. In mir ist einer. Nicht getroffen, scheiße. Nicht so schön. Oh, der ist ja ganz am Arsch der Welt. Ja, komm, ey, bitte. Soll ich da rankommen? Hier komme ich eventuell dran. Ja, strife it. Mach mal was. Ja, hier ist schön. Kopf ist weg. Jetzt haben wir, glaube ich, nur noch einen. Hier vorne ist nämlich die Wasserkante. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Man darf nicht zu nah da rangehen, weil sonst plumpst man einfach ins Wasser. Da machst du den hin. Okay. Verstehe ich. Verstehe ich. Machen wir mal was. Alter. Nein, 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 nein. Das war immer zu viel. Zicke! So, there goes the Hydra. Drachenschein, Dusk, Kronenring. Ich glaube, der war sogar sehr wichtig für das Caster-LP. Ich weiß gar nicht mehr, was der macht, aber ich kann mich daran erinnern, dass der nicht schlecht war. Ritterhelm, Rittergamaschen, Ritterzeugs. Ole! So, jetzt kann ich auch mal wieder auf den Chat gucken. Gefühlt ging der Kampf schon wieder 5 Stunden. Ja, genau. 13 Möwe Bogen. Plan B geht hier auch. Das funktioniert natürlich. Man kann den Mob natürlich auch vergiften und runterticken lassen, aber das ist halt die ich habe Zeit und kann vielleicht auch mal vorschulen Methode. Das war jetzt... Nee. So, jetzt ist aber hier verrostete Eisenring Zeit. Ich habe die Schnauze voll. Wo ist das Moped? Verrostete Eisenring. Dusk, da. Zu, genau. Gewährt zusätzliche Magie. Den habe ich, glaube ich, gar nicht benutzt. Den habe ich gar nicht benutzt, glaube ich. Da. Nee. Verrostete Eisenring. So gut der Ring. Man rennt einfach mal völlig normal speedmäßig durchs Wasser, ey. So gut. Und das wäre halt für Dark Souls 2 in manchen Abschnitten auch echt edel, warum sie den weggelassen haben. Echt super, der Ring. Ja gut, bin jetzt zwar ein bisschen Tonne, aber das ist auch nicht schlimm. Das ist auch nicht schlimm. Wir müssen nur mal hier hinten... Hinten hin. Wir müssen hinten hin. Ne, wisst ihr Bescheid, wir müssen hier hinten hin. Ding, 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 ding. So, und wie ihr seht, sehen wir nichts, weil wir nämlich jetzt nochmal ausloggen müssen. Ne, hier ist nichts. So. Schwuppdiwupp. Partie beenden. Partie beenden. Echt, den habe ich benutzt und der hat mal eine halbiert, ja. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Alter, ich kann es wieder nicht wegklicken. Cool, Freunde, ihr kennt meine LPs besser als ich, alter Schwede, ey. Ja, schön. Freut mich. Den echt benutzt. So. Und da ist Golem Moped Mann. Der ist auch ein bisschen stärker als die anderen. Oh, ich nehme auch, glaube ich, deswegen meine Estus. Nicht, dass der mich jetzt hier doch noch wegknattert. Ja gut, wobei mit Atoria Schild ist das, glaube ich, alles ziemlich trivial. Mach mal was. Dann mach ich mal was. Irgendwie, irgendwo hat auch jemand unter die LPs, glaube ich, geschrieben. Und das wusste ich nicht.
What the fuck? Ich kann jetzt nicht gleich. Ich sag den einen Satz zu Ende. Hat jemand unter das LP geschrieben, und das konnte ich nie bestätigen, dass die Mobs verfluchen. Bei mir hat sich da nie ein Debuff aufgebaut. Ich glaube durch den Angriff, der so schön leckt. Aber wie gesagt, das kann ich halt nicht bestätigen, weil mich das so gut wie noch nie getroffen hat. So, und da haben wir die gute Dusk. So, it is thou who rescued me. Most gracious, I am deeply obliged. I am Dusk of Ulysium. I cometh from an age long before thine. I cannot stay here for long. So, before I disappear, allow me to ask one thing. My home, Ulysium, is the home of ancient sorceries. My hope is to pass this profound knowledge to thee, with thine approval. Would this be of assistance to thee? My heartfelt thanks. I am pleased beyond words. Then I shout, engrave my signature. If thou art in need, pray summon me from my signature. It seems that my time is done. May the great flames guide thee. Ja, Dusk von Olasil, die Gute. Die können wir nämlich jetzt hier vorne beschwören. Und die hat dann einen kleinen Shop. Und da kann man zum Beispiel Lichtschein kaufen. Das war jetzt, wurde das von irgendjemandem gefragt, jetzt erst die letzten Tage, dass er im Grabmal der Riesen ist und es da stockdunkel ist. Ich glaube, es war sogar einer, der jetzt auch hier Twitch mit zuschaut. Und hat gesagt, es ist wirklich scheiße dunkel da, ich brauche Licht. Und bei der Tante kannst du dir halt Lichtschein kaufen. Und der Zauber ist auch gar nicht so von den Anforderungen, dass du es nicht benutzen kannst. Also es ist relativ schnell geskillt.